Die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche, dass ihr Leben und Jungsein oft stärker eingeschränkt ist als das der Erwachsenen. Eine große Herausforderung, weil Entwicklungsphasen stark eingeschränkt sind und das Miteinander sich als schwierig gestaltet. Beteiligung fast nicht möglich ist. Um sich in politische Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche ein starkes Netzwerk, engagierte Erwachsene und vor allen Dingen gelebte Strukturen, die Beteiligung ernst nehmen. Gehör, Geduld und individuelle Unterstützung auf Augenhöhe. Kinder und Jugendliche sind beteiligt, wenn ihre Interessen und Bedarfe Entscheidungen mitbringen. Ganz klar ist, dass sie mitgedacht, mitgestaltet, mit umgesetzt haben und auch ihre Interessen genau das sind, was in der Stadtgesellschaft sichtbar wird. Dass Kinder und Jugendliche Smartphones, Social Media und Videospiele mehrfach täglich nutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse, dass direkte Mitwirkung. Dass weder im Guten über noch unterschätzt werden soll, noch im Schlechten und einfach mitgedacht werden muss. Anders als in Städten braucht Kinder- und Jugendbeteiligung in ländlichen Räumen digitale und analoge Logistik und Angebote noch und nöcher. Auch hier wieder starke Netzwerke, die Sachen möglich machen, Gestaltungsräume öffnen und vor allen Dingen ein vernünftiges Netz.